Kapitel 8 Als Jesus vom Berg heruntergestiegen war, zog er weiter und eine große Menschenmenge folgte ihm. Da kam ein Aussätziger zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da berührte Jesus ihn mit der Hand und sagte: Ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und er war rein. Jesus schärfte ihm ein: Pass auf, dass du niemand davon erzählst. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es angeordnet hat. Das soll ein Beweis für sie sein. Als Jesus in Kapernaum eintraf, trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte: Ich will kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu einem von ihnen: Geh, dann geht er, und zu einem anderen: Komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage: Tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören, und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemand gefunden. Und ich sage euch, aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, wo das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird. Darauf wandte sich Jesus dem Hauptmann zu und sagte: Geh nach Hause. Was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Jesus ging in das Haus von Petrus. Dessen Schwiegermutter war von einem heftigen Fieber befallen und lag im Bett. Jesus berührte ihre Hand. Da verschwand das Fieber, und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Nur mit seinem Wort trieb er die bösen Geister aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war: Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Als Jesus die vielen Menschen sah, die sich um ihn drängten, befahl er seinen Jüngern, mit ihm an die andere Seite des Sees zu fahren. Dort wurde er von einem Gesetzeslehrer angesprochen. Rabbi, sagte dieser, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Die Füchse haben ihren Bau, entgegnete ihm Jesus, und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, es war einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus: Herr, erlaube mir, zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben.
Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus, folge du mir nach. Danach stieg Jesus ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam plötzlich ein schwerer Sturm auf, so daß die Wellen das Boot zu begraben drohten. Aber Jesus schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir gehen unter. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und bedrohte den Wind und den See. Da trat eine große Stille ein. Die Menschen fragten sich voller Staunen, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So kamen sie in das Gebiet der Gadarener auf der anderen Seite des Sees. Dort begegnete er zwei Besessenen. Sie kamen von den Grabhöhlen und waren so gefährlich, dass niemand es wagte, auf diesem Weg vorbeizugehen. Was willst du von uns, Sohn Gottes? Schrien sie. Bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? Nun weidete in einiger Entfernung eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweine fahren. Geht, sagte Jesus. Da verließen sie die Männer und fuhren in die Schweine. Daraufhin raste die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt alles, was geschehen war, auch das mit den Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg, um Jesus zu begegnen. Als sie sahen, was geschehen war, baten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen.